Ja, hallo, hier ist eure Carmen, Power Coach of the Alps. Und heute habe ich mir für das heutige Live-Video einen ganz besonderen Platz ausgesucht. Und zwar sitze ich hier direkt in der Wiesen vor einer der schönsten Ortschaften hier in der Region. Und zwar dieser wunderbaren älteren Stadt namens Guarda. Eine herausragende Kulisse und hinter mir auch ganz ein tolles Kunstwerk. Es ist ein Menhir und zwar hat es der Franz Baumgartner erstellt. Ja, das sind ja diese Steine aus der präodonischen Zeit und ich finde das eine coole Location. Also vor allem hier sitzt man ja inmitten der Alpen und ich zeige euch jetzt einmal, wie das hier gegenüber aussieht. Also, da oben seht ihr das sehr bekannte Örtchen namens Guarda. Das ist immer ein Besuch wert. Da werde ich nämlich dann gerade im Anschluss hingehen, oder besser gesagt fahren. Und hier seht ihr eben auch die Landschaft. Außergewöhnlich. Immer wieder ein Genuss, das zu sehen. Die Wolken, die werden wir jetzt alle einfach frisch und fröhlich wegpusten. Ja, und meine heutige Message, mein heutiger Top-Wissenspunkt hängt ganz klar hier mit dieser Statue zusammen, die ich ehrlich gesagt selber erst zum ersten Mal jetzt hier gesehen habe. Also ich bin öfters in Guarda. Ich finde das eine unglaublich schöne, herzige Stadt mit wunderbaren älteren Häusern, ursprünglichen Engadinenhäusern. Und das Tolle ist auch, hier wurden auch schon mehrere Filme gedreht. Und ich werde euch im Anschluss natürlich dann noch mitnehmen. Aber zuvor wollte ich euch auf alle Fälle hierher führen. Ja, es ist ja die Lage, die das Ganze ja ausmacht. Wenn jetzt dieser Stein irgendwo inmitten von der Stadt oder von diesem Dorf sich befinden würde, dann würde man das gar nicht so wahrnehmen, weil ja die Stadt an sich schon ein Wunderwerk ist. Das werdet ihr dann im Anschluss sehen. Das heißt, es gibt hier sehr, sehr viele wunderbare ältere Häuser, wunderbare Fenster und Türen, die einfach dazu verleiten, ständig eben zu fotografieren oder eben sich auf das jeweilige Objekt zu fokussieren. Und da würde dann dieser Stein schlichtweg, dieser Menhir nicht gesehen werden. Deshalb ist die Lage super. Denn es befindet sich nämlich direkt hier an einer Kurve, das heißt, man fährt hier hoch und dann sieht man diesen Menhir. Und das beeindruckt. Es ist nämlich von der Sichtweise aus hervorragend, denn er, wenn man so hochfährt, übersteigt die hinter uns befindlichen Bergketten. Und darum geht es. Es geht immer um die Positionierung. Es geht darum, wo stellst du etwas hin? Das hängt jetzt mit dir als Person zusammen. Das ist genauso mit deinem Produkt, mit dem, was du vermarktest, mit deinem Branding, mit etwas, was du in deiner Wohnung, in deiner Firma, wo du was hinstellst. Das ist unglaublich wichtig und macht den entscheidenden Unterschied. Gerade bei Dingen, die du dann verkaufen möchtest, zum Beispiel. Ja, viele Wohnungen haben da zum Beispiel eine Übermass an Objekte, die somit das jeweilige einzelne Objekt einfach in seiner ganzen Masse der Nachbarn ja schlichtweg nicht zur Geltung bringen lassen. Aber seid ehrlich, ich meine hier jetzt da zu sitzen und diesen Menhir hinter mir zu wissen, hier auf der Wiesen zu sitzen, das Grillen, der Grillen zu hören, ganz klar die Sonne auf meiner Haut zu spüren, ja, das hat einfach ganz was anderes. Das würde ich jetzt im Dorf schlichtweg nicht machen. Somit finde ich jetzt hier dieses wunderbare Gesetz der Platzierung schlichtweg ein ganz, ganz tolles Beispiel für das, dass du dir auch überlegst, wie du dich platzierst, wie du dich positionierst, wie du dein Produkt, dein Sein, deine Projekte, deine dir an Herzen liegenden, wichtigen Arbeiten, wie du die einfach für dich an dem für dich stimmigen Platz platzierst. Dazu ist uns die innere Stimme ein ganz großer
Helfer. Es geht nur darum, ihm auch den Raum zu geben, unserer inneren Stimme dazu zu motivieren und inspirieren, sich ja auch damit auseinanderzusetzen, auch den, weißt du, die Zeit zu lassen, also nicht gleich alles huschi huschi entscheiden, sondern für dich klar zu entscheiden, ja, ich lasse mir jetzt Zeit, ich schaue mir jetzt die Region an, ich schaue mir an, was ist gut und in welcher Region kann ich jetzt was machen. Und dann wirst du den richtigen Platz finden. Und das ist eigentlich mit allen Dingen. Den Raum, die Zeit, die richtige Position zu finden, ist ein Stückchen Arbeit, aber du wirst sehen, es rentiert sich allemal. Absolut. So, und jetzt hier. Ich bin gerade sowas von fasziniert hier von dieser Bergwelt. Also hier seht ihr auch, haben wir diese vorhin erwähnte Kurve. Und jetzt zeige ich euch noch das Ganze hier von diesem Blickwinkel. Also hier haben wir eben das Schild, Mehir Franz Baumberger, der ist noch recht bekannt. Und da haben wir eben diese wunderschönen Menierstein, der, und das muss man jetzt einfach wirklich auch festhalten, gerade hier in diesem Szenarium mit dieser wunderbaren alpinen Welt, ja, einfach sensationell ausschaut. Wenn man da jetzt auf die andere Seite schwenkt, da geht es jetzt Richtung Guarda hoch. Ja. Also ich muss einfach sagen, schlichtweg, es ist berührend, es ist wirklich ein ganz toller Punkt. Und wenn ihr mal in der Nähe seid, ja, dann müsst ihr hier wirklich vorbeikommen. Aber ich bin mir auch sicher, dass ihr auch in eurer Umgebung solche Spots finden werdet, sobald ihr ein bisschen achtsamer, ja, eure Umwelt betrachtet. Das heißt, nicht einfach nur schnell vorbei, sondern auch nach rechts und links schauen, um zu sehen, was es denn da zum Entdecken gibt. Und wir sind umgeben in unserer Umwelt von tollen Zeichen, von herausragenden Plätzen, Objekten, Orten. Gerade so ein, das ist ja auch so ein Kraftort hier. Das ist nämlich auch eines der Gründe, warum Guarda so extrem bekannt und beliebt, gerade bei Künstlern ist, weil hier eben dieser wohlbekannte Kraftort, dieser Energie-Powerplatz, der hier einfach ja die Menschen mit Inspiration und mit ganz, ganz tollen Eingebungen einfach verwöhnt. Ihr seht, es ist ein bisschen windig geworden, aber die Temperaturen sind sehr, sehr gut. Und ich fühle mich hier echt, echt wohl. Werde es noch eine Zeit lang hier verbringen, bevor ich dann ins Dorf hochgehe und euch natürlich wieder online schalten werde, sodass ihr diesen hier einzigartigen Platz namens Guarda natürlich auch miterleben könnt. Ja, in der Zwischenzeit wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Nehmt euch die Zeit, den Moment zu genießen. Nehmt euch die Zeit, ins Gras zu setzen. Nehmt euch die Zeit, den Moment so richtig gänzlich, ja, voll auf mit all dem, was es eben hat, ja, einfach richtig zu auskosten, auszukosten und einfach auch zu genießen. Also, wir sehen uns in Kürze oben in Guarda. Zwischenzeitlich. Ciao, ihr Lieben. Tschüss. Dahin gehen wir in Kürze zusammen hoch. Spannend finde ich jetzt auch wirklich, dass gerade, schaut euch das super Bild an, also, ja, über dem Dorf hängen da die weißen Wolken, während auf der anderen Seite alles wolkenlos ist. Das ist ja auch so spannend in den Alpen, dass das Wetter, ja, von ein paar Meter entfernt kann es stürmen, regnen und auf der anderen Seite gibt es einfach hervorragend Sonnenschein. Also das ist wirklich etwas, was noch super toll ist. Also, wir sehen uns in Kürze da oben in Guarda. Stay on tuned. Ciao, guys.